Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute mal wieder an der Rampe für die S-Bahn. Man sieht gerade eine rausfahren und direkt davor der neue Abschnitt. Der unterirdischen S-Bahn, also der Tunnel, der verlängert wird bis zur Mitternachtstraße der neuen Haltestelle. Im Moment riecht es ein bisschen nach Diesel, aber als ich geschaut habe, ob es hier ein Update gibt, da roch es nach Beton, Frischbeton. Und hier sieht man auch einige Schalungen in der Seitenwand. Wie schon letztens berichtet, hier sehen wir bildmittig den bereits fertigen Tunnel und der läuft bis zur Wolframstraße. Da hinten, kurz vor der Brücke, mit der Haltestelle Budapester Platz für die Stadtbahn. Da wurden die beiden Schienen hier schon neu drauf verlegt. Ich schätze nicht mehr lange und dann gibt es hier eine Deckenplatte. Da vorne, das könnte schon der Aufbau sein für die Schalung. Was wir sonst immer gelb gesehen haben, in den anderen Bauabschnitten vom
von den Zulauftunneln des Hauptbahnhofs ist hier rot. Vorbereitung für die Schalung der Deckenplatte für den S-Bahn-Anschluss. Muss ich hier mal versuchen mit manuellem Fokus. Und gleichzeitig reinzoomen und rumwackeln. Aber ich glaube, man hat schon einiges gesehen. Hier zoome ich nochmal rein, denn da sieht man deutlich, der bereits fertige Tunnel mit Gummidichtung in der Deckenplatte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!